Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. So, wie ich gesagt habe, wir haben ja noch drei Objekte zu scannen. Das möchte ich mir auf jeden Fall mal durchlesen, was es ist. Kreisförmiges Objekt, das sieht böse aus, diese Frisbee hier. Drücke F8, um Fehler zu melden oder Feedback zu geben. Nö, Fehler habt ihr eigentlich nicht mehr. Das Problem ist auch in meinem Rechner hier. Das Gerät enthält Netzwerktechnik und eine holographische Projektionseinheit. Es wurde wahrscheinlich als Kommunikationsrelais verwendet, der das Bild des Benutzers erfasst und an einem entfernten Ort projiziert. Es scheint keine weiteren Geräte in Reichweite zu geben. Ah, ist das so schade. Das ist doch hübsch hier. Guck mal. So mit so einem selbstschwebenden Magnetismus darüber. Hey. Was habe ich denn? Ach, ich habe Wasser eben eingesammelt, ne? Fremde Skulptur. Dieses Artefakt enthält keine Energiequelle, was darauf hinweist, dass es eher einem zeremoniellen als praktischen Zweck diente. Also ich sag mal, etwas, was automatisch schwebt, ohne Strom dafür zu benutzen, würde ich als mehr als praktisch für, keine Ahnung, was auch immer du darauf schweben lassen willst. Aber ist ja egal. Die Pyramide steht ranken da, die spiralartig auf dem warmen blauen Stein an der Spitze zulaufen. Es könnte eine Pflanze vom Heimatplaneten der Fremden darstellen oder ein Gebäude mit religiöser Bedeutung oder sogar die Anziehungskraft ihres Heimatplanetensystems. Ja, wer weiß, was es darstellen soll. Und so richtig freundlich sieht das hier jetzt aber auch nicht aus. Dieses Yin-Yang-Symbol mit diesen Tentakeln hinten dran, ne? Fremdartige Schnitzerei. Diese Schnitzerei ist mehrere hunderttausend Jahre alt und wurde aus einer unbekannten natürlichen Faser hergestellt, die auf einem unbekannten Planeten gewachsen ist. Es zeigt eine auffällige Ähnlichkeit mit dem Yin-Yang-Symbol der alten Erde. Zwei konkurrierende Theorien können diese Ähnlichkeit erklären. Die Fremden könnten vor dem 4. vorchristlichen Jahrhundert die Erde besucht und die Entwicklung der alten chinesischen Philosophie beeinflusst haben. Das war weit hergeholt irgendwie. Tobi. Das Konzept von Yin und Yang könnte universal sein. Yin und Yang beschreiben, das gefällt mir schon mal besser, beschreiben im Grundsatz die gegenseitige Abhängigkeit von scheinbar entgegengesetzten Kräften. Dies könnte ein notwendiges existenzielles Verständnis gleich welcher Form in allen ausreichend entwickelten Zivilisationen sein. Die Verjüngung von zwei Kreisen, Vereinigung, in entgegengesetzte und immer kleiner werdende Punkte, das Endliche, ist eine logische Art und Weise, dieses Verständnis darzustellen, und könnte von anderen intelligenten Wesen unabhängig von den Menschen entwickelt worden sein. Das ist für mich die viel schönere Erklärung. Nur diese Füße dahin, die irritieren mich so ein bisschen. Antikes Schwert, ist ja noch eins. Ja, liebe Kinder, der Stream hat ja gelogen. Ich habe gesagt, drei Gegenstände, jetzt sind es schon vier. So ist das. Antikes Schwert von der Erde. Ein antikes Schwert von der Erde, auf das 13. Jahrhundert zurückdatiert. Blutreste auf der Klinge entsprechen der DNS von 7 Staatsoberhäupten jener Zeit. Dieser Hinweis stützt die Theorie, dass die Fremden eine alte, raumfahrende Zivilisation waren, die im Geheimen weniger entwickelte Arten erforscht. Und ich habe Heinrich schon gesagt, vertick nicht alle deine Sachen, du weißt nicht, wo die wieder auftauchen. Naja, so sieht's aus. Rudimentäre Tafel. 5 Gegenstände. Das war's jetzt aber hoffentlich. Aber ich habe Zeit. Dieses Gerät hat viele Gemeinsamkeiten mit den Tafeln, die wir für den Zugang zu den fremden Einrichtungen verwendet, werden, obwohl sein Aufbau weniger komplex ist. Es könnte einem ähnlichen Zweck gedient haben, dem Gewähren von Sicherheitszugängen und Speichern relevanter Daten und daher hier als eine Art Andenken aufbewahrt werden. Ja, das sieht ziemlich ähnlich aus, das stimmt. Das muss ich auch sagen. Alur, vielen lieben Dank für den Host! Dankeschön, herzlich willkommen, schlumpfigen Abend wünsche ich. Ja, komm, jetzt komm, nimm mal nochmal was mit hier. Einmal eine volle Nase hier. Ich wollte sagen, schwebst du noch weiter nach oben? Hier ist schon Schwerkraft. Ist denn da noch einer? Ja, Tatsache. Kann man gar nicht sehen hier. Das eine unendliche Jungwürfelquelle ist schon sehr schick. Hier müssen wir mal aussteigen. Na, wie gut, dass ich eine zweite blaue Tafel gebaut habe. Sonst wäre ich jetzt echt angeschmiert gewesen.
funktioniert hier nicht so gut, ne? Okay, dann warten wir mal, ja? Eugene, einen schönen guten Abend. Against it as they did. Da ist sie. Ich weiß nicht, wie ich mich erstmal richtig verjagt habe. Ach, wie schön. Das ist der Seeimperator. Oder die Seeimperatorin, genauer gesagt. Oh, kann ich dich scannen? Das müssen wir gleich mal probieren, ob wir sie scannen können. Die muss ich scannen. Unbedingt. So, wir landen wieder hier. Das war eigentlich ein gutes Fleckchen damals. Du Hai tust mir hier nichts, ne? Du bist hier absolut friedlich, ne? Das ist auch hier mit Raubtieren gemeint. Okay, alles klar. Da war noch letztens keine da, oder? Noch ein Hai. Endlich mal eine Ruhe scannen. Scans der Umgebung zeigen, dass das Wasser hier reich an seltenen planktonähnlichen Lebensformen ist, die von den organischen Überresten, welche von den umgebenden Ökosystemen erzeugt werden, abhängig ist. Komm her, ich scanne dich. Endlich mal netter Hai. Knochenhai. Ein großer und kräftiger Jäger, der in kleinen Gruppen lebt und sein Jagdrevier vehement verteidigt. Das habe ich gemerkt. Stark gepanzertes Außenskelett. Ein Hinweis auf die defensive Anpassung an größere Jäger und aggressives Verhalten gegenüber Artgenossen. Eine deutliche Gemeinsamkeit mit dem segmentierten Außenskelett des Sandhais und damit ein Hinweis auf einen relativ neuzeitlichen gemeinsamen Vorfahren. Zweitens, große Augen. Was hast du so große Augen? In Übereinstimmung mit hoher Lichtempfindlichkeit, wahrscheinlich für die Jagd auf luminisierende Beute in lichtarmen Umgebungen. Im Allgemeinen langsam und reaktionsträge, um Energien zu sparen, reagiert aber mit kompromissloser Geschwindigkeit und Aggression gegen jede Bedrohung seines Reviers. Das habe ich gemerkt. Beurteilung meiden kann durch Lichtquellen abgelenkt werden. Ah ja. Hallo. So, machen wir mal weg. Wir wollen hier nicht rumalbern. Kann ich sie denn jetzt irgendwie scannen? Wo ist sie denn hin? Wann kommt sie denn wieder? Da ist sie. Komm mal her, ich will dich scannen. Am Kopf vielleicht? Sag bloß, man kann dich immer noch nicht scannen. Ein eindrucksvolles Tier, ne? Schade. Wow, du gehst immer noch weiter. Im Gegensatz zu anderen fremden Einrichtungen zeigen die Scans von diesem Standort, dass er über ein vielfältiges und gesundes Ökosystem erklärt. Erklärung zurzeit unklar. Komm, nutzen wir die Chance mal und scannen den Pirschalben. Jetzt hier auf, hier rumzupirschen. Den lesen wir dann auch mal. Ein stromlinienförmiger Raubfisch, der in den Tangenwäldern auf Beute lauert, die bei der Nahrungssuche die Sicherheit der Untiefen verlässt. Zum Beispiel ich. Wahrscheinlich hat der Pirscher vor Jahrmillionen seine ökologische Nische als Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Größe gefunden. Er könnte eine der ältesten Arten auf diesem Planeten sein. Pirscher scheinen des Titanvorkommen angezogen werden. Das schärft und belastet ihre Zähne. Wie viele Räuber kennen auch hungrige Pirscher, die zu nahe kommen, vorübergehend abgelenkt werden, indem man sie füttert. Die Zähne des Pirschers sind ungewöhnlich hart und wachsen schnell. Seine langgestreckte Schnauze kann eine enorme Beißkraft auf größere Angreifer ausüben, kann aber auch kleine Pflanzenfresser erreichen, die zwischen den Felsen Schutz suchen. Mehrere Netzhautschichten in den Augen sind ein Anzeichen für eine Anpassung an die Jagd bei Nacht. Die
Diese Kämme, also die Rückenkämme, diese Kämme können unabhängig voneinander bewegt werden, um größtmögliche Wendigkeit zu bieten. Bauchflossen, lang und kräftig, sodass der Pirscher sogar die schnellste Beute jagen kann. Beurteilung Pirscherzähne können bei der Herstellung von emaillierten Glas zur Anwendung kommen. Ja, wir müssen mal kurz wieder atmen. Ja, Luft, ich sehe das. Na ja, gut, das habe ich jetzt nicht ganz gesehen, aber es kam mir zum Glück eine Durchsage. Key. Wer braucht noch Luft? Genau. Und was ist schön hier unten. Hier ist so friedlich. Hier ist so friedlich. Okay. Wenn ich jetzt hinschwimme, steht sie wieder auf, ne, oder? Ja, nein, nein, das wollen wir nicht. Wir können sie nicht scannen. Wir können sie einfach nicht scannen. Ich möchte das Spiel nicht. Oder das möchten die Entwickler nicht. Sie soll halt immer so ein Mysterium bleiben. Das denke ich mir einfach mal. Ich denke mir das jedenfalls mal. Es soll so ein leichtes Mysterium bleiben. So, dann haben wir mehr Sauerstoff zur Hand. Das können wir mal eben scannen. Den Inkubator. Da hat sie auch mal Zeit, sich hinzusetzen. Enzyme zum Schlüpfen. Die Eier des Imperators sind eine Art Brutkasten angeschlossen. In einem normalen Lebenszyklus scheint es wahrscheinlich, dass Seeimperatoren ihre Eier in seichteren Gebieten vergraben hätten, wo In einem normalen Lebenszyklus scheint es wahrscheinlich, dass Seeimperatoren ihre Eier in seichteren Gebieten vergraben hätten, wo verschiedene organische Materialien im Boden eine Schlupfreaktion ausgelöst hätten. Der Brutkasten legt nahe, dass die Fremden auf die Entwicklung künstlicher Schlüpfenzyme zugegriffen hatten, die die natürliche Schlüpfumgebung der Eier simulieren sollten. Aber sie waren nicht in der Lage, die Formel feststellen. Das ist ein ziemlich schlüpfriger Text, muss ich sagen. Mit umfangreichen Informationen über die Seeimperatoren selbst kann es immer noch möglich sein, ein künstliches Schlüpfenzym unter Verwendung von einheimischen Zutaten herzustellen. Jedoch könnte die einzige erhaltene Quelle dieser Information der Seeimperator selbst sein. Und genau deshalb fragen wir ihn doch einfach mal, anstatt ihn zu töten. Tatsache, ich hatte einen Leck. My young need to hatch, to play outside this place. Meine Kinder müssen schlüpfen, um draußen zu spielen. Wir waren so lange hier drin. Die anderen bauten eine Passage zur Welt draußen. But they could not hear me. If you help us, I will give you freely what the others tried in vain to take. Aber natürlich helfe ich dir. Wie letztes Mal auch. Guck mal, hat sie uns doch einfach das Portal geöffnet. Ist das nicht nett? War nur ein Leck, ne? Wann war der denn, der Leck? Das muss ja beim Lesen gewesen sein. 400 Frames, müssen 10 Sekunden gewesen sein. Etwas mehr als 10 Sekunden. Ich weiß gar nicht warum. Seeimperator-Eier. Guck mal, die sind noch heile. Hübsch sehen sie aus, ne? Sehr schön, sehr speziell. Hier mit der Maserung. Ich finde das toll. Die Eier des Seeimperators. Schale, ungewöhnlich harte Schale. Das organische Wachstum auf der Außenseite ist ein Hinweis dafür, dass diese Eier hunderte, vielleicht tausende von Jahren alt sein können. Zweitens, fremde Röhren. Fremde Geräte durchdringen die äußere Schicht der Schale und sind wahrscheinlich dazu gedacht, sie mit Nährstoffen zu versorgen und sie von der Umgebung zu isolieren. Okay, sieht man jetzt so gar nicht, aber da werden sicherlich welche reingehen. Drittens, Fruchtblase. Wie viele Eier auf 4546b enthalten auch diese
auch diese keine Nährstoffe, die der Embryo langsam verbraucht. Stattdessen existieren sie in einer Art natürlicher Stase und warten auf angemessene Bedingungen zum Schlüpfen. Viertens, Fötus. Es gibt eine hohe genetische Übereinstimmung zwischen diesen Organismen und dem Leviathan in der Nähe. Sie scheinen stabil und gesund zu sein. Ja, das ist die Mama. Es ist wahrscheinlich, dass die idealen Bedingungen von den idealen Bedingungen für das Überleben des Elterntiers erheblich abweichen. Deshalb schlüpfen die hier nicht. Als du runter zu den Eiern gehüpft bist. Ah, okay. Wilder, hi. Was kann ich denn hier noch scannen? Das war doch eben so ein Scanner-Symbol. Ach, den Gelsack. Ja, den kann ich auch zu Hause scannen. Okay. Nee, ich mache hier nochmal ein Foto. Ich muss mich dann mal entscheiden, welches ich nehme. Aber es ist auch schön hier. So, okay. Bootkasten, Enzyme zum Schlüpfen. Ja, ich habe es angeklickt. Mit der linken Maustaste. Warum sollte das jetzt nicht funktionieren? Das wäre jetzt ärgerlich, weil... Ist das verbuggt gerade? Okay, pass auf, wir gehen nochmal in den Anzug. Wir gehen nochmal wieder raus. Ich kann es gerade nicht anklicken. Geht meine linke Maustaste denn noch? Ja. Ja, es ist schwierig gerade. Lesen hilft, ihr müsst die Enzyme dabei haben. Na, Moment, Sekunde. Hab ich denn das Rezept bekommen? Das habe ich dann nicht mitbekommen. Wenn ich das Rezept bekommen habe, ist in Ordnung. Ich dachte, ich würde da jetzt das Rezept bekommen. Lass uns mal eben kurz gucken. Vielleicht klärt sich das ja gleich auf. Es kann natürlich sein, dass ich die Enzyme da reinpacken muss und das Rezept jetzt mittlerweile schon in der Hand halte. Müsste ich das Rezept hier doch nicht sehen können? Alles klar. Danke für den Hinweis. Da kann ich mich nicht so richtig daran erinnern. Es ist ein Wunder, wie ich das beim letzten Mal hinbekommen habe. Gut. Aber ich glaube, da konnte ich das auch noch nicht. Naja. Ionenwürfel einsetzen. Machen wir das mal. Kommt sie denn jetzt nochmal? Oh ja, da kommt sie nochmal. Mit dem Passag, den du geöffnet hast, mein Junge kann dieses Platz verlassen. But first they must feel the time is right and break free of their shells. This is what the others could not force from me. To you, I give the secret willingly. Das konnten die anderen nicht von mir zwingen. Mit dir teile ich das Geheimnis gerne. Ja, danke. Siehst du, immer freundlich zu fremden Fischen sein, dann klappt's auch mit den Nachbarn. Alles klar, wir gehen mal zurück. Also wir gehen nur mal so durch, um zu gucken. Wir müssen natürlich zu unserem Schiff zurück. Das wollte ich jetzt hier nicht alleine liegen lassen. Ich finde das ja so traurig, dass sie wahrscheinlich ihr ganzes Leben in diesem viel zu kleinen Kasten verbringen musste. Und lieber jetzt wieder die Erfleisch. Das ist das Problem. Das Problem ist, dass das Portal auch zu klein für sie ist. Das Portal ist zu klein für sie. Da kommt sie gar nicht durch. So, wir sind jetzt hier bei der Kanone, sind wir rausgekommen. Da ist das letzte Portal. Das wollte ich euch nur mal eben kurz gezeigt haben. Jetzt gehen wir da durch. Wir wollen ja mit dem Schiff wieder rausfahren. Wir haben jetzt ja noch ein bisschen Rückweg vor uns.
Das müssen wir auf alle Fälle machen. Fische sind Freunde und keine Essen. Genau. Wer essen möchte, kann ja einfach ein gutes Steak nehmen. Das war jetzt gemein, ich weiß. Hasst mich nicht dafür. Ach, ich will mal eben eine Sache gucken, weil ich da so oft nochmal Kommentare zu bekommen habe. Darf ich hier nochmal eine Sache gucken? Erstmal hat sich, glaube ich, am Terrain was geändert. Nein, ich will jetzt keine Zeit schinden oder sowas. Ah ja. Cool, das ist aber neu hier. Krass. Das war es damals, das gab es damals nicht hier. Das gab es hier damals nicht. Das pflanzliche Leben in diesem Gebiet gedeiht abseits seiner normalen Lebensbedingungen. Andere Lebensformen, die den Bewuchs befruchten und kurz halten, können diesen Umweltmangel ausgleichen. Okay, das war damals, als ich hier unten war und das gespielt habe, da gab es das noch nicht. Das ist ja höchst interessant. So, dann müssen sich jetzt mal eben alle Leute, die alle, die es noch spielen wollen, na was heißt da? Ich meine, ihr spoilert euch ja quasi sowieso gerade schon so ein bisschen. Aber ach, das ist ja cool, hier bleibe ich erstmal ein bisschen unten. Das ist ja richtig schick. Toll. 1A. Am besten jetzt mal in ganz kurz die Ohren zuhalten oder so. Alle Leute, die sagen, ich möchte mir das Enzym da eben selbst erarbeiten, sag ich mal so. Also in Bezug das jetzt auf Video. Jetzt, na, ich spoiler jetzt, nee. Naja, bedingt. Also ich würde jetzt versagen. Also einfach mal eben sonst Ton ausdrehen. Ich winke dann gleich und dann könnt ihr es uns wieder anmachen. Auch auf YouTube. So, wer mag, kann natürlich zuhören. Also, ich habe mir schon mal die Enzyme geholt. Und dafür musst du ja bestimmte Pflanzenarten einsammeln. Und eine Pflanze ist besonders, besonders, besonders selten. Ich habe diese Pflanze ja bereits schon in diesem Spiel, also in diesem Durchgang jetzt bekommen. Die habe ich natürlich auch gleich mitgenommen. Und ja, ich habe zumindest einen Zuschauer, da weiß ich, dass der hat gesagt, oh, die Blume habe ich ja noch nie gesehen. Und da habe ich ihm gesagt, ja, die ist selten. Aber habe ihm nicht geschrieben, wofür er die braucht. So, und normalerweise müsste ich jetzt zur Basis zurück, müsste dann die ganzen Sachen suchen, müsste mir die Enzyme machen irgendwie, dann müsste ich wiederkommen und ja, jetzt habe ich festgestellt, dass die ganzen Pflanzen, also man hat mir, mehrere Kommentare haben mir damals schon geschrieben, hey, alle Pflanzen, die du brauchst, findest du da unten. Also ich bin mir recht sicher, dass diese Höhlen da unten damals noch nicht drin waren. Sonst gucken aber Leute die Videos natürlich auch später und dann gab was vielleicht danach dann irgendwann drin. Aber diese super seltene Pflanze ist da unten ja so inflammationär häufig verteilt. Leute, ist ein sogenannter Chefspoiler. Also eigentlich kannst du jetzt wirklich hier doch alle Pflanzen finden, die du brauchst. Und genau das werde ich dann machen. Das mache ich dann aber direkt in der nächsten Folge, würde ich sagen. So, okay. So, ihr könnt Ton jetzt wieder anmachen. So, dann würde ich sagen, ist unsere Aufgabe in der nächsten Folge einfach mal versuchen, dieses Enzym herzustellen. Und wir können hier mal eben kurz reingucken, ob ich das Rezept jetzt, das habe ich ja bekommen, das Rezept. Moment, in den Bauplänen müsste das ja zu finden sein. Wahrscheinlich ziemlich weit oben hier. Enzyme zum Schlüpfen, da sind sie. Ah ja. Okay, alles klar. So, dann stellen wir uns das nächste Folge her und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß und dann gucken wir mal, was hier so passiert. Ich bin gespannt. Bis dann. Tschüss.